pour faire de l'agriculture, on a enlevé les arbres. Or, l'arbre est une plante pérenne, donc une plante Im Zuge unserer Sesshaftwerdung haben die Menschen die Bäume entfernt. Diese Organismen werden aber bis zu Hunderte von Jahren alt und verbessern in ihrem langen Leben kontinuierlich die Bodenfruchtbarkeit. Bäume verlieren nämlich nicht nur ihre Blätter, sondern auch ihre Wurzeln. Dieser Baum hier verliert mehrmals pro Jahr seine Kleinstwurzeln. Dadurch reichert er den Boden an und macht ihn porös und luftig. Damit ein Boden überhaupt lebendig sein kann, braucht er Luft für die Kleinstlebewesen. Bäume sind daher unentbehrlich für die Erhaltung und für den Aufbau von Bodenfruchtbarkeit. Mit der Rodung all unserer Wälder ging aber die Bodenfruchtbarkeit verloren. Unsere Antwort darauf war aber nur noch mehr Chemie. Agroforstwirtschaft ist ein Nutzpflanzensystem, das Bäume und Ackerpflanzen in einem einzigen System integriert. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Das Standardmodell der Agroforstwirtschaft beispielsweise besteht aus Baumreihen mit dazwischen angepflanztem Getreide. Ein viel außergewöhnlicheres Modell ist der Waldgarten mit seinen vielen verschiedenen Ebenen. Von Bäumen über Sträucher bis hin zu Pflanzen am Boden und im Boden. In diesem komplexen Ökosystem übernehmen alle Organismen wichtige Schlüsselrollen und ergänzen sich gegenseitig. Effizienz ist das Verhältnis zwischen Energieoutput und Energieinput, inklusive Arbeitsaufwand, Maschinenenergie, chemische Energie. So kalkuliert ist der Waldgarten das effizienteste Agrarsystem aller Zeiten. Ein zentrales Merkmal des Waldgartens ist, dass fast alle Pflanzen über andere gedüngt werden. Stickstoff beispielsweise gelangt aus der Luft über Bäume und Sträucher in das System. Nitrogen, for instance, comes into the forest garden mostly through nitrogen-fixing trees and shrubs. So this. Diese italienische Erle hier ist mein wichtigster Stickstofflieferant in meinem ganzen Garten. Big nitrogen-fixing trees I have in the forest garden. Wenn man nachhaltiger und mit weniger Chemie wirtschaften, muss man vor Ort Pflanzen anbauen, die die anderen ernähren können. Ich entwerfe Waldgärten immer von oben nach unten. Meistens suche ich zuerst große Bäume aus, dann Sträucher und dann Bodenpflanzen und so weiter. Then think about shrubs and think about layers underneath and so on. Of course, oil. Öl wird bald zum Luxus werden, weil die Nachfrage das Angebot übersteigen wird. Nachwachsende Kohlenhydrate dagegen, wie zum Beispiel Kiefernharz, sind sehr zukunftsträchtig und könnten etwa Öl als Rohstoff ersetzen. Sicher wird nicht die ganze Welt Kiefernharz tanken können, denn dafür gibt es schlicht nicht genügend Kiefern auf der Welt. Aber wir könnten viele wichtige Dinge aus Kiefernharz fabrizieren, anstatt Erdöl zu verwenden. Kiefernharz wird daher, glaube ich, bald sehr wichtig werden. Im Waldgarten baue ich viele aromatische Pflanzen an, wie diese Minze hier. Sie übernehmen eine wichtige Funktion. Denn aromatische Pflanzen sorgen für die Gesundheit des gesamten Systems. Aber natürlich auch desjenigen, der sie isst. Denn ihre ätherischen Öle wirken antibakteriell und auch gegen Pilze. Ein Agrarsystem ist nur dann nachhaltig, wenn man Zonen für Systemfunktionen bereitstellt. Aber heute importiert man, statt vor Ort zu produzieren. Man importiert Mittel gegen Insekten oder gegen Krankheiten, obwohl die Pflanzen das eigentlich selbst übernehmen können. Dazu muss man jedoch einen Teil der Fläche für pflanzliche Dienstleistungen bereitstellen. Agroforstwirtschaft bedeutet das Vermischen von Bäumen und Ackerpflanzen.
Cerealien bilden ihre Blätter und Körner im Frühjahr aus, Bäume erst im Sommer. Diese beiden Pflanzen sind also extrem komplementär in ihrer Nutzung des Lichts und anderer Ressourcen. Somit sind sie also beide Gewinner, wenn man sie gemeinsam anbaut. Dieses System ist um 60% ertragreicher als andere, separierte Systeme. Traditionelle Agrarsysteme zeigen uns die enorme ökonomische Wichtigkeit der Bäume. Denn wenn man zum Beispiel 150 Hektar Ackerland hat und davon die Hälfte gemischt mit Baumreihen bepflanzt, kann man beim Eintritt in die Rente unvorstellbare 1 bis 2 Millionen Euro erwirtschaften. Bäume anzupflanzen ist also sehr rentabel. Donc c'est aussi une question économique. Wir haben in unseren Versuchsfeldern gezeigt, dass durch das Integrieren von Bäumen Fledermäuse in die Felder zurückkehrten. Diese Fledermäuse fraßen Schädlinge und sorgten so für ein Gleichgewicht. Diese nützliche Artenvielfalt wollen wir durch das Pflanzen von Bäumen fördern. So werden wir auf lange Sicht eine ganze Menge Pestizide einsparen. Bäume sind zudem wichtige Regulatoren des lokalen Klimas. Sie reduzieren Temperaturexzesse, stoppen heiße Sommerwinde und wirken regulierend auf die Temperaturen. Gleichzeitig schützen sie aber auch das Weltklima, und zwar indem sie CO2 binden. Stünden auf nur 20% der Agrarflächen Baumreihen, würden die hohen CO2-Emissionen aus der Landwirtschaft komplett eingefangen werden. Zudem würde der defizitärste Handelssektor Europas, der Holzsektor, durch die Agroforstwirtschaft wieder ausgeglichen werden. Unser derzeitiger Massenimport von Tropenholz, der zur Rodung der Regenwälder führt, könnte gestoppt werden und die lokalen Forstbetriebe und Sägereien würden wieder aufblühen. Somit würde Energie eingespart und die Transportwege würden wieder kürzer werden. Wenn man sich die Dienstleistungen der Bäume für den Menschen anschaut, wie etwa den Nutzen ihrer Baumzweige und Blätter als Dünger und Brennstoff, ihre Förderung der Artenvielfalt, ihre reinigende Wirkung auf das Grundwasser, dann ist die Wirtschaftlichkeit der Agroforstwirtschaft eindeutig.